Ja, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist ja natürlich mein Privatleben mit den Männern und so. Ich meine, ich hatte zwar viele von denen, denken Sie nichts Falsches von mir, ich suche nur den richtigen, aber gerade klappt das einfach nicht. Was mir eigentlich total ankotzt, das ist die Alki-Tante, die jetzt seit letztem Jahr eigentlich so gut wie bei uns wohnt, gell? Aber vielleicht finde ich ja noch den einzig wahren, wer weiß. Also gut, es ist die Schwester von meiner Frau, aber nein, die geht mir so zenkermäßig auf den Sack, ich kann es euch gar nicht sagen. Wer mich aber so richtig nervt, ist Harald. Ich meine, er meint immer, er müsste mein Leben kommentieren. Mein Leben, ich meine, mein Leben. Weißt du, dass sie sich eigentlich nur, wenn sie sich normal verhalten wird wie jeder normale Mensch, aber neu, die sauft sich da durch, gell, ihr durch ihr Leber. Hat ja eigentlich keins, ihr Leber ist der Alkohol, sag ich mal, gell. Er selber ist ein Versager und hat nichts in seinem Leben auf die Reihe gekriegt, außer natürlich meine Schwester zu heiraten. Und die, wie sie sich hier aufwidert, da kennt ihr mich da auf, egal, wie kommt wieder runter? Wie kommt runter? Ich kann ihn einfach nicht leiden. Er ist ein richtiges Arschloch, hat nichts erreicht, aber meint immer, er ist besser als alle anderen. Also klar, das ist natürlich scheiße jetzt mit der, gell? Die sauft sich da bei uns in der Wohnung zu, als gäbe es keinen Morgen, gell? Und es gibt immer was zu trinken, was zu essen. Klar, ich muss Harald ertragen, aber das ist kein Problem für mich. Ich liebe ja meine Schwester, ich muss auf sie aufpassen, obwohl ich die Jüngere bin.